2008 kam ein junger Fahrer in die DTM, der genau in das Konzept von Audi passte. Schnell, dynamisch, lernwillig, mit großen Zielen vor Augen. Oliver Jarvis. 25 Jahre alt, selbstbewusst, er überraschte niemanden, er überzeugte. Der Oliver Jarvis kam auch in die DTM und hat im Gepäck dabei gehabt den Sieg in Macau von der Formel 3. Und jeder weiß, wer in Macau gewinnt, ist ein wirklich ein Guter und kann ein Großer werden. Und das hat auch gleich bei seinem ersten DTM-Rennen in Hockenheim gezeigt. Und was den reinen Speed angeht, war er, glaube ich, innerhalb der Audi-Jahreswagen der Schnellste. Ein wenig verlegen und doch voller Stolz. Der Brite bewertet seine erste DTM-Saison positiv. Es war eine tolle Saison. Ich konnte nicht so viele Punkte sammeln, wie ich mir vorgenommen hatte. Das ist aber völlig normal. Wir haben gezeigt, dass wir wettbewerbsfähig sind. Phoenix hat gute Arbeit geleistet. Es war mein erstes Jahr in einem Auto mit einem Dach über dem Kopf. Es hat Spaß gemacht. Starke Leistung zu Saisonbeginn. Jarvis setzte Ausrufezeichen. Achter Startplatz in Hockenheim. In Oschersleben ging er als Vierter ins Rennen. Feierte mit dem fünften Platz in Mugello sein bestes Saisonergebnis. Ja, und gerade Mugello ist eine Fahrerstrecke und da Fünfter zu werden ist ein tolles Ergebnis, aber auch das ganze Wochenende über. Ich war auf der Strecke draußen und so Arrabbiata 2 oben hat eine tolle Fahrzeugbeherrschung da wirklich an den Tag gelegt, teilweise komplett quer. Also er hat wirklich, glaube ich, dieses nötige Etwas. Wer ganz nach oben will, muss Rückschläge in Kauf nehmen. Die gab es auch für Oliver Jarvis. Dreher in Oschersleben, Getriebeprobleme in Zandvoort. In Le Mans kollidierte er mit Mercedes-Benz-Pilot Bruno Spengler. Der Neuling zahlte Lehrgeld. Im Motorsport gibt es immer wieder Momente, die man gerne vergessen würde. Es ist wichtig, daraus seine Lehren zu ziehen und das habe ich gemacht. Es gab harte Rennen, aus denen ich gelernt habe und ich hoffe, dass ich dadurch heute noch besser geworden bin. Ein Jahr Erfahrung. Der Ruf, der ihm vorauseilte, den hat er bestätigt. Oliver Jarvis, 2008 hat er alle überzeugt. Jetzt kann er zeigen, zu was er noch imstande ist.